Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Style Shooter Session mit mir, Tanja Kosup von Tanja Kosup Styling und Set Design. Und heute geht es um das Thema Props und Requisiten, wo du sie findest und wo du sie kaufen kannst. Viel Spaß dabei! So, dann lass uns direkt mal starten in unsere heutige Session. Props und Requisiten für dein Styling finden und kaufen. Es gibt drei Arten von Requisiten, die du haben musst, die du haben kannst und die du eventuell haben solltest. Und zwar sind es die Basics, die Extras und das saisonale Styling. Die Basics können natürlich alles sein. Es ist abhängig von deiner Branche. Also wenn du im Food-Sektor arbeitest, dann ist es was anderes als Interieur, es ist was anderes als DIY und auch als Fashion. Also jede Branche für sich hat ihre Basics. Und ich empfehle dir wirklich für deine Basic-Requisiten dir einen Koffer, einen Karton, eine Kiste anzuschaffen und da deine Basics wirklich sortiert zu haben, damit du immer drauf zugreifen kannst. Und diese Basics können zum Beispiel sein Geschirr, es kann Bürokram sein, wie so Klemmerchen und Scheren und Masktape oder Kladden, Papeterie. Das kann sein Stoffe und Bänder. Und es können auch Fotountergründe sein, die du immer wieder einsetzen kannst. Das sind Requisiten, die nicht so sonderlich auffallen, sondern die im Grunde genommen dein komplettes Foto stützen. Und hier in diesem Beauty-Foto haben wir zum Beispiel als Basic eine Platte in Marmor-Optik, ein Schälchen in Weiß oder ein kleines Dekotablett in Weiß. Und bei Beauty wäre mit Sicherheit auch ein Basic diese Wimpernzange. Hier im Food-Bereich haben wir kleine Schälchen. Und diese kleinen Schälchen, es können natürlich auch andere Arten von Geschirr sein, wo du sagst, also ich brauche immer mal flache Teller, ich brauche auch mal einen tiefen Teller, ich brauche mal eine Müsli-Schale, ich brauche das und das an Besteck. Und diese kleinen Schälchen kann ich aber auch immer sehr empfehlen, auch für andere Bereiche. Die sind so 8 cm, größer sind die nicht. Und die kannst du wunderbar stapeln, die kannst du einzeln in den Vordergrund stellen, die kannst du als in den Hintergrund wirklich stellen. Also die passen auch immer. Und so kleine Schälchen würde ich fast unabhängig, egal von welcher Branche, wirklich empfehlen, in Weiß oder aber in einer anderen Farbe, die zu deinem Konzept passt. Weil da kannst du auch wunderbar Schmuck reinlegen. Oder du könntest es auch hier, ne, mit einer kleinen Pflanze, ne, halt dekorieren. Bei den Bürosachen natürlich Computer, kannst du immer deinen eigenen nehmen, aber hier auch ganz, ganz einfache Rahmen oder aber auch Kladden und Stifte. Ich empfehle bei den ganzen Geschirrsachen oder auch bei solchen einfachen Dekoartikeln, da gehe ich wirklich zu Butlers, Depot, Zara Home oder aber natürlich, IKEA hat auch die ein oder anderen guten Basics. Da muss man halt auch immer nur aufpassen, gerade bei IKEA-Produkten, die erkennt man sehr schnell. Na, so. Also das muss man nachher nochmal ein bisschen Extras aufpeppen. Aber ansonsten, wer auch noch gute Basics, wie gesagt, hat, ist Zara Home. Und
Wo ich auch öfter nochmal Sachen gucke, ist bei solchen Hausauflösungsgeschichten wie Oxfam oder Cash and Raus. Und bei Fotountergründen, die kannst du dir auch schnell entweder selber machen, eine Platte anstreichen, ein bisschen durchschleifen. Aber es muss halt immer zu deinem Konzept passen. Hier habe ich auch als Basic ein Hammam-Tuch. Das ist mein absolutes Lieblingstuch in verschiedenen Farbigkeiten. Das setze ich wirklich auf ganz unterschiedlichen Fotos ein. Und diese Tücher, ja, rauf und runter. Genauso wie aber auch Servietten und Kerzen ein Basic sein sollten, wenn du Tischdekoration machst. Hier habe ich noch als Basic eine Holzplatten, also Holzbrettchen eignen sich auch immer super bei Food. Die hole ich wirklich bei eBay Kleinanzeigen, habe ich die gekauft, das sind große Pizzabretter. Hier hinten, ne, wie das kleine Schälchen. Dann ein Messer vom Trödel. Und hier dieses Tablett in Weiß, ja, irgendwann mal in einem Dekohandel gekauft und mal wieder mein Hammamtuch, ein kleines Schälchen. Und hier so diese kleinen Tabletts, die habe ich auch vom Trödel, und guck mal hier unten ein Hammamtuch, die habe ich auch vom Trödel gekauft und habe die halt angemalt, ne? Das kannst du halt auch wunderbar machen. Und hier so kleine Basic-Gläser. Also, wie gesagt, Basics kaufe ich bei Depot, bei Butlers, bei Zara Home. Oder aber ich gehe in ganz so besondere Läden, aber das mache ich eher bei den Extras. Da kommen wir ja jetzt zu. Da wären wir zum Beispiel bei der Teekanne. Also, das wäre ein sehr auffälliges Extra. Ich bezeichne als Extras Requisiten und Untergründe, die wirklich auffallen und das Bild sehr charakteristisch beeinflussen. Ne, und das ist natürlich diese Teekanne. Und ich kann dir nur empfehlen, wenn du Einzelhändler hast, wo du sagst, so, oh, mit denen könnte ich eine kleine Kooperation starten. Ich bezahle denen 20% des Einkaufspreises und kann dann mir die Sachen ausleihen und wieder zurückbringen. So mache ich das häufig. Ist das eine sehr viel elegantere Lösung, als jetzt unbedingt Sachen zu kaufen und wieder umzutauschen. Kann man auch mal machen, aber ich bin wirklich dafür, such dir Einzelhändler, mit denen du schön zusammenarbeiten kannst. Und die können ja auch dann vielleicht die Fotos für ihr Portfolio benutzen. Hier als Extra ist zum Beispiel diese Einmachgläschen. Dann bemalt mit dem Edding. Die hat man zu Hause. Also du kannst auch immer gucken, natürlich, was hast du zu Hause. Es muss zu deinem Konzept passen. Hier, das ist alles vom Sperrmüll. Also diesen Koffer, diese kleine Schublade. Schubladen sind auch super. Also die kann man nicht immer auf jedem Foto einsetzen, aber wenn es passt, kannst du die wunderbar anstreichen, das rauskommen lassen, das reinlegen, umdrehen und das draufstellen im Hintergrund. Also auch wirklich super geeignet. Sperrmüll immer mal wieder die Augen offen halten. Hier, das sind ganz normale Bretter, die ich angestrichen habe. Ist natürlich sehr speziell, dieser Fotohintergrund, und der hat einen absoluten Wiedererkennungswert. Kann man nicht so oft einsetzen. Hier als Extra oben bei dem Uhrenfoto ist zum Beispiel das Schachbrett, ne? Also das Schachspiel. Weil ich zum Beispiel, ich habe kein Schachspiel zu Hause, ich musste mir sowas leihen. Aber so eine Kladde würde ich schon wieder fast, wenn es zu deiner Branche passt, als Basic-Material halt bezeichnen. Hier auch als Extra meine kleinen Dosen, alten Dosen, also auch die vom Trödelmarkt, wobei die habe ich von meinem Opa noch. Und die sind sehr, sehr auffällig, kann man ab und zu in den Hintergrund stellen, aber mit Sicherheit nichts, was so oft einzusetzen ist.
Hier habe ich einen Betonklotz, den würde ich schon fast als Basic bezeichnen, wenn es denn zu deiner Branche passt. Also bei Schmuck sind Betonklötze und wenn es zum Konzept passt, super. Habe ich selber gegossen in so einem kleinen Tetra-Pack. Kann man sich so Gießbeton im Dekoladen kaufen. Als Extra meine ich hier, das sieht man nicht so ganz gut, ist ein Fell. Also ein Fell kann man auch immer mal wieder nehmen, aber mit Sicherheit nicht als Basic-Material, das immer in deinen Fotos auftauchen sollte. Und hier natürlich so ein Ibiza-Style-Foto-Hintergrund fällt auch auf. Saisonal. Also saisonal bezeichne ich Requisiten und Untergründe, die natürlich zur Saison passen, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, oder aber zu anderen Anlässen wie Weihnachten, Ostern, Muttertag, Valentinstag, Halloween. Also das sind so ganz spezielle Anlässe, die du fotografisch in Szene setzen kannst. Und dazu rate ich dir, dir nach und nach saisonales Styling halt anzuschaffen. Und zwar kannst du einmal hier zum Beispiel bei den Herbstblättern, wenn du Herbst in Szene setzen möchtest mit Herbstblättern oder kleinen Nüsschen, dann sollten die Herbstblätter echt sein, weil unechte Herbstblätter, außer du hast sie so unscharf im Hintergrund, wirken immer mega unecht. Und deswegen sammel sie im Herbst, um sie im nächsten Frühjahr für deine Herbstfotos einzusetzen. Ja, weil du shootest ja immer 3 Monate ungefähr im Voraus. Ne? Also ja, dass das gut geplant ist. Hier frisches Grün kannst du, frische Palmblätter kannst du eigentlich fast in jedem Floristenhandel halt kaufen. Da empfehle ich dir auch wirklich am Shooting-Tag die zu kaufen oder einen Tag vorher und schön in Wasser zu stellen. Das sind solche saisonalen Optiken, die direkt so ein, ja, halt ein Foto halt ganz frisch machen. Hier Weihnachten halt, na, Tannenzweige sind Weihnachten. Die würde ich auch mir in unecht mal, wenn du Weihnachten umsetzt in deinen Fotos, würde ich mir die als unechte Zweige mal zulegen, weil wenn du im September Weihnachtsfotos shootest, hast du die Tannenzweige oft noch nicht im Blumenladen. Hier Spekulatius, ne, klar, logisch, Lebensmittel, dann hier solche kleinen Tannenzapfen, Geschenke, also Geschenkchen kann man sich auch mal, so kleine Verpackungen, passen auch immer super zu Schmuck oder zu, können auch zu Food passen, wenn du so eine kleine Geburtstagsstimmung haben willst oder zum Muttertag. Also solche Schleifenbänder und Geschenkverpackungen würde ich schon fast zu Basics zählen. Und die kaufe ich ganz normal im Dekohandel oder Papeterie. Dann haben wir hier ein Sommerthema, Hibiskus, Limonaden. Hier dieses Sommerthema lebt natürlich sehr vom Untergrund. Das sind ganz normale Bretter, die kaufe ich im Baumarkt und dann streiche ich die einmal mit Weiß an und dann nochmal mit einer anderen Farbe drüber und schmögge das so ein bisschen durch. Saisonales Styling, vor allem hier oben direkt Sand und Seil, ist direkt sommerlich. Ja, und Sand kriegst du halt in jedem Dekohandel. Ansonsten geht auch Vogelsand. Ne? Also den kann man auch nochmal ein bisschen feiner sonst raussieben. Paketchen, wie gesagt, die gelten als Basic. Allerdings hier dieser Schnee, der ist auch aus dem Dekohandel, den kannst du auch gut im Internet bestellen. Dann haben wir hier so bei diesen Weihnachtskugeln, das sind Schokokugeln, halt solche kleinen Spitzendeckchen, die habe ich von Wohnungsauflösungen, also primär von Läden von Cash & Raus oder von Oxfam kriegt man sowas auch.
da mal gucken, bei solchen Wohnungshausauflösungsläden kann man auch immer super Requisiten halt kaufen. eBay Kleinanzeigen, wie gesagt, kann ich auch immer empfehlen für solche kleinen speziellen Sachen oder wie gesagt für diese Brettchen oder auch Besteck. Also wenn man altes Besteck kaufen möchte, kann ich auch eBay Kleinanzeigen wirklich empfehlen. Hier oben Christmas ist Papeterie, also das ist alles aus der Papeterie gekauft. Verschiedene Papiere, verschiedene Bänder. Also die kann man sich auch mal auf Halde legen, um die öfter einzusetzen. Aber die kaufe ich, wie gesagt, in der Papeterie. Also es gilt, Einzelhandel mache ich ganz normal, Butlers Depot. Da kann man auch mal saisonales Styling kaufen, dann zu der entsprechenden Jahreszeit. Aber da würde ich auch eher so wirklich neutraleres Styling kaufen. Dann Kooperationspartner, also im Einzelhandel schauen, bei wem kann ich mir Sachen ausleihen. Ich bezahle halt 20% vom Verkaufspreis. Was immer natürlich geht, Trödelmärkte, Flohmärkte, da mal zu schauen auf den Sperrmüll. Auch eine gute Möglichkeit, mal die Augen aufzuhalten. Und ja, dann habe ich soweit eigentlich natürlich normale Floristenläden, Lebensmittelläden, die gehen auch immer. So, und wenn du jetzt sagst, oh Gott, ich weiß schon, weiß gar nicht, was ich einsetzen soll. Ich habe dir hier nochmal meine Requisiten-Ideen für deine Lifestyle-Fotos verlinkt. Die kannst du dir runterladen. Und ich habe das irgendwann mal halt für mich aufgeschrieben, weil ich immer wieder aufs Neue überlegt habe, was ich denn einsetzen kann. Ne? Also hier zum Beispiel für einen Flur, für Wohnzimmer, was ist so auf dem Schreibtisch, was kommt in eine Küche. Und ich habe immer wieder aufs Neue überlegt und jetzt habe ich das mal zusammengeschrieben und die kannst du dir gerne runterladen. Das sind Beispielblätter, sind noch mehr. Wie gesagt, 190 Requisitenideen für deine Lifestyle-Fotos. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei deinem Styling und Fotografieren und wenn du Fragen hast, komm gerne in die Gruppe Produktfotografie für Blog, Shop und Social Media. Da kannst du alles an Fragen stellen und ansonsten gerne auch hier unten im Kommentar. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis ganz bald. Tschüss!